Für stocktaube Ohren reicht ein 100 Watt Verstärker nicht aus, um zu hören, dass jemand in Not ist. Mir zittern die Hände, mir beben die Knie, bis zum Hals schlägt mir mein Herz. Ich fang an zu schwitzen, sogar schon beim Sitzen vor den Augen wird mir schwarz vor Schmerz. Und die Spezialist fragt, ob ich rauch, gegen das nagende Gefühl im Bauch verschreibt ihr mir Ruhe Endivien. Mir zittern die Hände, mir beben die Knie, doch ihr gibt mir nur patente Rezepte und ich kann ihm nicht folgen. Was will er sagen? Ich höre höflich zu, nun kommt er noch auf die dritte Welt, als hätte er sie selber nummeriert. Und ich weiß, dass nur ein Mann gefällt, der sich nicht unterkriegen lässt und mit Zynismus über Wasser hält. Ein ganz kleines Wort noch für den, der gut zuhört. Ich hab nichts kapiert, ich tu so als ob. Begreift meine Lage, begreift doch die Folgen. Es gibt viel zu viel Begriff, begreift es und greift mich. Begreifen kostet nichts, man redet irgendwas und schon ist alles gut. Auf die Gefahr hin, die Leute vor den Kopf zu stoßen, bleibe ich hier stehen, bis jemand mich hört. Ich hab Angst vor Soldaten, ich hab auch Angst im Dunkeln und vor der Gegenwart. Ich hab Angst umzufallen, das Leben ist hart. Ich sehne mich so nach einem positiven Geräusch. Vielleicht morgen.